Hey Leute, willkommen zurück zu Max Plays Kingdom Under Fire Heroes. In den letzten zwei Wochen haben wir uns durch diese unbekannten Missionen geprügelt und jetzt zum Schluss vor allen Dingen Rupert und die Bogenschützen noch ein bisschen nach vorne gelevelt, weil wir hier hauptsächlich normale Truppen einsetzen müssen. Dorf? Hier ist nichts. Kein Dorf, aber ein Eingang. Um genau zu sein, das ist eine Patrouillenroute der Elfen. Das heißt, wir halten einen vorbeigehenden Elf an und fragen nach Parod und Snowstone, ja? Genau, so machen wir das. Genau, also die hätte ich gar nicht zu Bombern machen müssen an der Stelle, weil die hätten wir eh nicht einsetzen können. Genau, haben wir unsere Nashorn, Rupert und die Bogenschützen hauptsächlich. Die Pyrotechniker eher so nebenbei. Hey, Snowstone! Sie sind wohl nicht hier. Ich sehe gar nichts. Blödes Wetter. Gehen wir lieber zurück und trinken was. Hauptmann? Das war ein Scherz. Wir sorgen uns alle um Parod. Ich rede nur vom ekligen Wetter. Keine Panik. Rupert, es muss in der Gegend Elfenpatrouillen geben. Wir müssen sie finden. Machen wir. Was gibt es? Los mit der gute Musik. Ich bin da. Sterbt, verfluchte Verräter, im Namen der Kehlen. Schon unterwegs. Ich bin dran. Dunkelelf. Holger, du wirst doch Dunkelelf. Unmöglich, die Patrouillen wurden vernichtet, sonst wären nicht diese Dunkelelfenratten hier. Bogenschützen umzingelt! Bogenschützen bereit! Bogenschützen müssen vor allem erstmal eine Heilung reinzaubern. Bogenschützen bereit! Meteor! Noch ein Blitz. Schleudere Blitze! Dann gehst du hier außen rum, bitte. Pyrotechniker, wir gehen hier mit rein. Und dann brauchen wir jetzt möglichst schnell FP. Dass ich hier irgendwie eine Heilung kann. Das ist ein Anführer. Aber. Die Pioniere greifen ein. Bereit. Hätte ich nicht. Halt den falsch, alles falsch. Wie lautet Ihr Befehl? Hier rein. Ich bin beschäftigt. Pioniere sind siegreich. Pioniere habe ich nur drin, dass die. Oh, das sind die Zwergenfreunde hier. Pfeilhagel der Bogenschützen. Bogenschützen warten auf Befehle. Holger, ein Schuh 40. Wir haben Kuratio gewirkt. Bogenschützen bereit. Ich bin beschäftigt. Na, der letzte dunkle Ritter hier noch auch weg. Pioniere haben dem Gegner das Licht ausgeblasen. Ich gehe. Ich sehe mich um. Schon unterwegs. Hier so ein bisschen erkunden alles. Los, 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 los. Los, 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 los. Das sind alles Zwerge bei ihm. Aber das gibt's ja normalerweise nicht. Einfach Zwergen-Einheiten. Die Bogenschützen siegen! Bogenschützen bereit! Auf der Suche? Dunkelelfen Ritter, Dunkelelfen Bogenschützen. Ich bin dran! Verteilt euch! Setzt euch in... Wie lautet Ihr Befehl? Zaubere Curatio! Bogenschützen... Warte! Überlasst sie mir! Auch ich bin da! Ich gehe. Schon. Entdeckung! Los, 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 los! Bogenschützen bereit! Ja. Was? Pioniere verteilt! Ich möchte gerne eigentlich nochmal eine Zauber reinsetzen. Muss ich Sie nehmen Schaden! Die Pioniere greifen ein! Sie nehmen Schaden! Bogenschützen warten auf Befehle! Pfeilhagel der Bogenschützen! Schleudere Blitze! Wir haben Curatio gewirkt! Spät dorthin? Bin beschäftigt! Wie lautet Ihr Befehl? Nicht genügend. Bogenschützen bereit! Ich bin beschäftigt! Okay. Das Donnernasen ist jetzt auch einfach mit reingerannt, okay. Meinetwegen. Spaß macht. Bogenschützen warten auf Befehle! Wir haben Curatio gewirkt! Bin beschäftigt! Beschäftigt, ja. Finde ich immer noch besser. Also, dass die Zwerge sind so eine Art Axtkämpfer oder was? Auf jeden Fall eine Truppe, die wir mal selber gar nicht haben können, was ich immer schade finde. Wenn man das schon programmiert hat, kann man die da auch dem Spieler zur Verfügung stellen, oder nicht?
Speed. Ich sehe mich um. Ich gehe. Schon unterwegs. Was gibt es? Bogenschützen warten auf Befehle. Die Bogenschützen siegen. Pioniere haben dem Gegner das Licht ausgeblasen. Zaubere Curatio. Halt euch! Los geht's! Bogenschützen warten auf Befehle. Genau, sind noch die Lindwürmer hier jetzt erstmal anscheinend. Ich sehe mich um. Bogenschützen bereit. Ich warte. Pyrotechnik und Bogenschützen hier. Umzingelt. Wie lautet Ihr Befehl? Ich sehe mich um. Was gibt es? Ausrücken. Da. Entdeckung. Die Bogenschützen siegen. Bogenschützen, Vorwärtsmarsch! Was steht da noch mit rein? Ins Getümmel. Wie lautet Ihr Befehl? Wenn man eine Heilung halt und dann angreifen. Wir haben Curatio gewirkt. Hier gibt es hier einen Anführer. Du, dich, genau vor mir. Drei und Hammer ins Gesicht. So läuft die das hier. Pioniere greifen ein. Angreifen! Bogenschützen warten auf Befehle! Saubere Curatio! Dorthin? Los! Ich gehe! Los. Schon! Ich bin dran! Die Bogenschützen siegen! Setzt euch in Bewegung! Bogenschützen! Pioniere haben dem Gegner das Licht ausgeblasen! Pioniere! Zu Pionier! Los, auf in den Kampf! Wie? Ich sehe dorthin? Ich gehe! Los geht's! Ausrücken! Feind entgegen! Bogenschützen. Überlasst sie nicht! Bogenschützen! Gebt uns Arbeit! Was gibt es? Angriff! Anhalten! Pioniere halten nicht stand! Wie lautet. Meteor! Pion hört auf zu kämpfen! Los! Bogenschützen halt! Die Pioniere greifen ein! Pioniere! Sie nehmen Schaden! Nahkampf. Wir haben Curatio gewirkt! Angriff. Sie nehmen Schaden! Der Feind hat unseren Speer erwischt! Schleudere Blitze! Irgendwo ein Bogenschütze. Auf den soll zu gehen. Wie lautet Ihr Befehl? Bogen! Die Pioniere greifen ein! Bogenschützen warten auf Befehle! Wir haben Curatio gewirkt! Den nicht ganz. Ja, wenn man immer noch Blitze zaubern will, hat man halt nicht so viel Magie zum Heilen, was mir immer ein bisschen. Bogenschützen bereit! Arschbeiß hätte ich was gesagt. Aber. Dann geht alles ein bisschen schneller und sieht ein bisschen cooler aus, noch ein paar Blitze wirken und so. Wozu habe ich denn sonst das Nashorn? Ja! Pfeilhagel der Bogenschützen! Bogenschützen warten auf Befehle! Ich bin dran! Pioniere! Saubere Curatio! Bogenschützen bereit! Curatio vielleicht mal in die Mitte noch so? Wir haben Curatio gewirkt! Und dann das Donnernashorn noch beschützen. Das ist die Anführung. Drei und Hammer. Hammer, hart. Pioniere, ich frage, wie viele Gegner haben die, ne? Spiel lautet Open. Eine Elfenpatrouille wird angegriffen. Rettet sie. Pioniere, hinein ins Getümmel. Die Bogenschützen siegen. Auf der Suche. Bogenschützen bereit. Curatio. Wie lautet die Bogenschützen? Der Feind rückt an. Was gibt es? Los. Ritter gegen Elfen, sind die Elfen auch alle hier? Ja, zumindest eine Elfenanführerin. Ja, ne, sind auch Elfentruppen, normal. Ja, geil. Warum kann ich nicht solche steuern? Wenn die auch nichts Spezielles können, einfach ein bisschen Vielfalt. Das ist die größte Stärke von Spielen, finde ich, Vielfalt. Also, ein was ich an, zum Beispiel an Age of Wonders halt immer so gemocht habe, vor allen Dingen an dem zweiten Teil schrägstrich Shadow Magic, die pure Vielfalt an Einheiten. Die müssen sich ja nicht super vielen unterscheiden, aber. Was tun Sie hier? Warum lässt Snowstone das zu? Die Bogen. Snowstone bekämpft die Dunkelelfen, die das Dorf überfielen. Wir wissen nur, dass diese Dunkelelfen sich Kähnen nennen. Ihr habt meine Unterstützung. Schützen siegen! Pioniere haben dem Gegner das Licht ausgeblasen. Wo kommt das her? Sorgan, sie sind hier!
Los geht's! Sind die alle hier? Helfen Waldläufer, Dolgan. Ausrücken! Sechster Gewinn! Ich sehe ihn dorthin. Kommen die mir jetzt entgegen? Ruf den Schneesturm! Los, Angriff! Spiel Bogen auf der Suche! Pioniere, halt! Los. Bogenschützen, Bogenschützen, bereit! Bogenschützen! Wir haben Curatio gewirkt! Ich bin beschäftigt! Der Schneesturm ist unser verbündeter Schneesturm von Snowstone. Haha. Bogenschützen, beschossen! Bewegt euch! Bogenschützen, Meteor! Was steht an? Pionier, wie lautet Ihr Befehl? Jesus. Die Pioniere greifen ein! Wir haben Curatio gewirkt! Bogenschützen, das ist hoffentlich. Ja, immer ein bisschen ausrasten. Ganz schön viele mit Sie einmal. Schaden! Ja! Ein Hagel der Bogenschützen! Manchmal wie ein Pokémon, ne? Bogenschützen! Pikachu! Pioniere sind siegreich! Ich bin beschäftigt! Pioniere! Pionier entwickelt sich zu Pyrotechniker! Bam! Pyrotechniker erlernt Minen legen. Zum Glück kommt er nicht. Pyrotechniker kann nicht mehr als 4 Fähigkeiten erlernen. Welche soll er vergessen werden? Pioniere, Bogenschützen! Ruf den Schneesturm! Pioniere, verteilt euch! Aus welcher Richtung kommen Pfeile? Hier lang! Wo kommen die Pfeile her? Pioniere, da! Hinein ins Ich sehe wie Bogenschützen! Müsst ihr da auch angreifen? Bogenschützen! Bogenschützen! Was gibt es? Der Feind rückt an! Verteilt Pioniere euch. Halten nicht stand! Angriff! Angreifen. Auf Bogenschützen! Die Bogenschützen siegen! Direkt eine Heilung, komm! Ruf den Schneesturm! Komm schon! Los, 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 los! Wir haben Curatio gewirkt! Sind das schon alle, oder was? Ein ganzes Heer, bestehend aus 5 Truppen. Wir zaubern den Schneesturm! Das sollte es nicht beschwören, ne? Oh, hi! Die Bogenschützen sind... Die südliche Verteidigungslinie wurde durchbrochen. Die Patrouilleneinheit ist verstreut. Bald sind doppelt so viele Dunkelelfen hier. Wie konnten sie nur die Waldläufer umgehen? Gibt es Neues aus dem Wald von Essex oder von den Waldläufern beim Altar der Zerstörung? Ja. Die letzte Botschaft von ihnen erhielten wir, als sie den Altar verließen. Haben dem Gegner... Wie sieht es im Dorf aus? Das Snowstone hat die meisten Feinde vertrieben. Haben sie eine Verteidigungslinie errichtet, kommt sie dorthin. Es ist also ein Wettlauf mit der Zeit. Nicht ausgeblasen! Waldläufer, wir müssen sie beschützen! Bogenschützen bereit! Der Feind hat unseren Speer erwischt! Pioniere halten uns auf, nicht Pioniere. Stand! An- Wie laut Bogenschützen! Wir zaubern den Schneesturm herbei! Los, 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 Bogenschützen, los. Los! Bewegt euch! Eine Heilung dann direkt. Die Pioniere greifen ein! Sie nehmen Schaden! Wir haben Curatio gewirkt! Bogenschützen, Bogenschützen, bereit! Wir haben Curatio gewirkt! Was sind wir hier drin? Kavallerie? Okay. Bogenschützen bereit! Bogenschützen bereit! Okay. Kavalleristen ist auch noch gegen uns. Wir haben keine Sperrkämpfer, weil wir auch nie Sperrkämpfer haben. Wo sind die hier? Ah, Mist, ich wollte denen einen mitgeben. Das nächste Mal muss ich zaubern, wenn die durchkommen. Bogenschützen warten auf Befehl. Bogenschützen! Bin beschäftigt! Das sind sie, ich kann sie doch sehen. Da. War ein Pferd. Naja, was soll's. An dieses damit dran. Bogenschützen, bereit! Wir haben Curatio gewirkt! Wie lautet Ihr Befehl? Machen wir dort auch ein Curatio rein. Wir haben Curatio gewirkt! Bogen! Ja, damit er direkt da rein. Bin beschäftigt. Mensch, ein paar Bogenschützen hier, ist das jetzt nicht euer Ernst? Snowstone ist hier!
Meteor unterwegs! Meteor! Verteilt euch! Ja! Bogenschützen bereit! Warte. Los, zwei Bogenschützen. Pioniere, wir haben Kuratio gewirkt! Wie lautet Ihr Befehl? Bogenschützen! Ja! Ausrücken! Müssen mal da hinten ein bisschen aufräumen. Naja, gerade jetzt. Den Schneesturm! Zaubert den Bogenschützen, warten auf Befehle! Es ist wichtig, dass du da eine Heilung haben wirst. Bogenschützen, Bewegung! Zaubere Kuratio! Bogenschützen! Lass mal Anführer. Mensch. Er geht in die falsche Richtung, obwohl ich die richtige Richtung ansage. Das war einer. Wie lautet Ihr Befehl? Wir haben Kuratio gewirkt! Bogenschützen, hört auf zu kämpfen! Bogenschützen, sind siegreich! Wir zaubern den Schneesturm herbei! Jetzt geht mir nicht auf den Nerv, das ist sogar ein Anführer. Jetzt hör auf, mich anzugreifen und stirb! Bogenschützen bereit! Wir haben ein bisschen Problem. Wir haben Kuratio gewirkt! Bogenschützen, vorwärts Marsch! Pioniere sind siegreich! Wie lautet Ihr Befehl? Komm schon. Bogenschützen, los! Bewegt euch! Komm schon. Wir haben Kuratio gewirkt! Bogenschützen, Bewegung! Bin beschäftigt! So, hier noch die letzten Ausläufer. So, jetzt nur Bogenschützen, kein Fehler. Wir haben Kuratio gewirkt! Wir haben Kuratio gewirkt! Bogenschützen! Bogenschützen, die Bogenschützen siegen! Pioniere haben dem Gegner das Licht ausgeblasen! Bogenschützen, Bogenschützen! Ruf den Schneesturm! So. Bogenschützen! Saubere Kuratio! Ja, wo ist hier jemand? Ich sehe nichts vor lauter Bäumen, Schneesturm. Die Pioniere greifen ein! Hier sind irgendwelche Leute. Bam. Wie lautet Ihr Befehl? Die letzten hinten gibt es ja noch welche, ne? Bogenschützen! Der Ritter. Pioniere sind siegreich! Pioniere sind siegreich! Wir haben Kuratio gewirkt! Ich meine, die paar jetzt, das ist so eine Übermacht, da brauchen wir gar nicht reingehen. Setzt euch in Bewegung! Angriff! Pioniere, zu Befehl, los! So. Wie laut Bogenschützen müssen da schon helfen. Mit dem Glück sind dann noch die letzten. Ist jetzt Snowstone hier mit dabei? Elfenwald, Snowstone, Stufe 50. Meine Güte. Zaubere Kuratio! Bogenschützen! Bogenschützen, bereit! Mein Rupert kommt vorbei! Zaubert den Meteor herbei! Wow, bam! Und jetzt geht's hier rein. Gegen die letzten verbleibenden dunklen Ritter. Dunkelelfenritter. Wir zaubern den Schneesturm herbei. Die Schneesturm abkriegen und Meteor und Pfeile und Hammer. Die Bogenschützen siegen! Das war irgendwie nett. Mit Elfen und Zwergen verbündet irgendwas zu machen. Ne? Neue Einheiten sehen. Die zaubern wie verrückt. Wir zaubern wie verrückt. 300 Kills für die Bogenschützen. Da sehen wir auch das einzige Problem an einzelnen Einheiten, die zu viele Kills kriegen. Die haben, es gibt ein EP-Cap pro Einheit pro Mission, das ist 7000. Das hat mir schon im Vorgänger manchmal ausgereizt. Also, ja, also wenn die Langbogen oder wenn die Nashörner oder die Pyrotechniker ein paar von den Kills gemacht hätten, die die Langbogen gemacht hätten, hätten wir jetzt mehr Erfahrung gewonnen. Snowstone, wir bestätigen, dass das ewige Herz an der heiligen Stätte ist. Was ist mit diesen Kädenheeren? Sie sind eine Dunkelelfengruppe, die gegen das Velond-Regime rebelliert. Sie waren ursprünglich bei der Heiligen Stätte stationiert, um das ewige Herz zu finden, verfolgten uns aber hierher. Das kann nicht der einzige Grund sein. Was für ein Marsch. Schlaft gut. Danke für eure Hilfe, Dolgan. Nun kennt ihr die Lage, also kehrt bitte heim und bereitet euch auf den großen Kampf vor. Ich melde mich bald bei euch. Gut, Rupert. Parrot, gehen wir. Da steht uns ja einiges bevor.
Ja, Sir. Übrigens, Rupert, danke. Wenn ihr nicht gekommen wärt, wäre es um mich geschehen gewesen. Ja, kein Problem, Dicker. Also, hat es euch Geralt nicht gesagt? Ihr seid mein Held? Dann liefen die Gespräche gut. Ja, bisher. Ich erzähle es euch unterwegs. Ihr seid mein Held! Wie waren die Verhandlungen? Warum ging ihr alleine? Erinnert ihr euch nicht? Ihr wart sturzbetrunken und als ich mit Dolgan sprach, erschien es mir besser, allein zu gehen. Eine tolle Idee! Wie liefen die Gespräche? Ihr habt den ganzen Tag geredet? Die Zwerge sind bereit, Hironiden zu helfen. Ecclesia übt Druck auf sie aus, seitdem sie sich hier ansiedelten. Sie wollen Ecclesia durch ein Bündnis mit Hironiden in Schach halten. Aber warum taten sie dann bisher nichts? Sie mussten auf Hironidens Ersuchen für den gesamten Westkontinent handeln, sonst wären sie gezwungen, Ecclesia zu folgen. Hironiden muss so tun, als würde es den Zwergen helfen, Levansberg zurückzugewinnen. Sie braucht also einen Vorwand, um im Krieg teilzunehmen. Genau. Ich glaube, sie hatten bereits mit den Elfen gesprochen. Die Zwerge helfen den Elfen, nach dem Verlust Arains ins nördliche Gebirge zu ziehen. Bis zur Rückgewinnung Arains agieren Zwerge und Elfen gemeinsam. Dann beginnen Zwerge und Elfen ja vielleicht noch einen Krieg mit Ecclesia. So weit wird es wohl nicht kommen. Und die Elfen sind von diesem Artefakt fasziniert, dass sie das ewige Herz nennen. Noch mehr als Ecclesia in Schach zu halten, das ist die Sorge der Zwerge. Angeblich erfand Ecclesia diese Geschichte, um Heiden zu eliminieren. Feuerbälle und Zombies und so weiter. Naja, Feuerbälle und Zombies gibt's, ne? Also die Elfen glauben etwas anderes. Sie schickten Elfen zur heiligen Stätte, um die Situation zu beobachten. Aber das ist jetzt nicht unser Problem. Die Elfen und Zwerge werden mit Hironiden zusammenarbeiten. Unsere Mission war erfolgreich. Ja. Mein Glück, dass ihr zum Elfendorf kamt. Hätte nicht gedacht, dass ihr das sagt. Sagt den Truppen, dass wir morgen nach Hironiden aufbrechen. Ich werde mit Dolgan sprechen. Das klingt schon nach langsam Ende. Wenn wir zurückkehren und die dunkle Legion aus Hironiden vertreiben, sehen wir die Hochzeit von Mr. Bens Tochter. Ha! Ist dieser Krieg vorbei, besuche ich den Autor von Königreich unter Wasser. Ich will ein Gedicht mit ihm schreiben. Bitte? Träumt weiter. Nach Hironiden kommt Arain. Der echte Krieg hat noch nicht begonnen. Dieser Krieg endet erst, wenn wir Arain zurückgewinnen. Negativ, ne? Der endet erst, wenn Enkla Bossa besiegt ist. Kümmert euch um eure Truppen, wenn ihr fertig seid. Wir brechen morgen sehr früh auf. Alle ausgeschlafen? Dann zurück nach Hironiden. Ja, lass mich doch mal kurz gucken hier. Ja, gibt's wieder eine Zufallsmission mindestens. Unbekannt und hier. Uiui. Posterior Screen, schon wieder. Da waren wir doch auch schon mal. Okay. Also, natürlich wieder eine unbekannte Mission mit einer Unterstützungseinheit. Also das heißt. Oh, Parrot, warum bist du jetzt. Müssen wir jetzt alone? Ich will gar keinen. Nee, dann machen wir hier. Kommst schön zu Rupert. Na, so schön zwei Magier bei sich haben. Das soll schon so bleiben. Jetzt aber ihn mal richtig. So. So, Flügelbombe. So passt das. Und jetzt brauche ich noch irgendeinen in der Taverne, einen Zwerg, der Mörser kann. Er zum Beispiel hier. Ein paar Mörser macht. Oh, noch besser. Dich nehme ich. Dinar. Ja, was auch immer du verlangst, ist eh Witz. Was brauchst du für Mörser? Nahkampf, Fernkampf, Schießpulver. Fähigkeit. Warte, wie viel? 5, 7, 10. Du kannst hier nämlich Nahkampf und du kannst hier Fernkampf, Schießpulver, ne? Das ist. Deswegen wollte ich den haben. Nee, nicht Ausrüstung, sondern Aufgabe. Hier. Minenwerfer. Ja, Mörser, ne? Steht auch drunter. Mörsertruppen. Nice. Zwei Fernkämpfer, zwei Nahkämpfer, eine Unterstützung. So habe ich das gern. Das Nashorn übernimmt jetzt mehr oder minder die Kavalleristenaufgabe, beziehungsweise. Man braucht nicht unbedingt Kavalleristen, wenn man eine sehr, sehr, eine Fernkampfeinheit hat, die sehr, sehr weit schießen kann, ne? Die kriegt jetzt auch noch ein bisschen Fernkampf und Schießpulver gelevelt, sind fast über 30. Ah, wir haben es vergessen.
Fähigkeit. No! Beim nächsten Mal. Nach der unbekannten Mission. Hoffentlich erinnere ich mich danach noch dran, dass ich dem Blitznason-Typen noch eine Fernkampffähigkeit geben wollte für den Bogen, den er kriegen kann. Apropos Bogen und so weiter. Ja! Bam! Hier gibt's nochmal Heilig dazu. Nice. Genau, das habe ich länger gesucht. Ja. Das nehme ich, also, ne, guckt euch das an, wie krass das ist, ja. Plus 11 Fernkampf und 7 Schießpulver, ja. Man muss einen Zwerg haben, wenn man auf Mörser geht. Es geht gar nicht anders. Stufe reicht nicht aus. No. Dann halt jeweils eins weniger. Ist auch noch okay. Ja, Nahkampfvorteil ist nicht unbedingt, ne? FP-Gewinn, EP-Gewinn wäre vielleicht noch eine Idee, aber auch nicht wichtig, ne? Ihr kriegt dann das nächste Mal noch einen dicken Mörser spendiert. Ihr kriegt hier auch noch irgendwas, ne? Mit Nahkampf und Schießpulver. Irgendwann. Eieiei. Das wäre ziemlich geil gewesen, ist aber wahrscheinlich auch einfach viel zu teuer. Gut, das heißt, wir können das nächste Mal in voller Truppe, 4 Bodentruppen sozusagen, eine Unterstützungseinheit in die Zufallsmission rein. Das ist cool, da habe ich Bock drauf. Ich glaube, die mache ich jetzt auch noch gleich im Anschluss. Also ihr seht sie erst nächste Woche. Aber ja, ihr müsst mir ein bisschen die Zeit zwischendurch lassen, weil ich nicht immer so viel Zeit habe zum Aufnehmen und euch aber kontinuierlich mit Zeug, mit Videos versorgen will. Ja, an der Stelle natürlich wie immer vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefällt, gerne ein Like da lassen, kommentieren, abonnieren, wenn ihr noch nicht habt, einen Discord-Channel beitreten, wenn ihr ein bisschen rumchatten wollt, der ist noch ziemlich ruhig. Ja, wenn ihr irgendwelche Fragen an mich habt und die nicht unbedingt in den Kommentaren loswerden wollt oder so, der Discord-Channel ist dafür gedacht. Oder auch für Anregungen, was ihr dann noch gerne sehen wolltet an Spielen oder an Formaten oder was ihr euch vorstellen könntet, ne? Gut. Ich wiederhole mich zwar, aber vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.